Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 6x. Das, ihr seht, das heißt, ich bin noch in der gleichen Aufnahmesession, sonst hätte ich die Folgen benannt. Ich habe hier nochmal eine gute Stelle gefunden in diesem Mittelbereich, den wir schon mal hatten. Ich habe hier auch so, ja, sporadisch ein bisschen gestützt. Hier ist nochmal viel Schissel am Start. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Stein, aber ich habe schon 210 Lead. Ich habe einiges an Eisen, ich habe Potassium. Wir holen hier, wir haben schon 6 Uhr. Wir holen hier noch ein bisschen was raus und dann gehen wir mal, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir hinfahren. Wir haben jetzt ein Minibike, das werden wir auf jeden Fall nutzen. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt hier gleich alles über dem Kopf zusammenstürzt. Ja, das machen wir. Wir machen gleich einen Ausflug. Vielleicht nochmal nach Perishton. Mal schauen. So. Hier ist noch Potassium und Kohle. Ja, das ist natürlich eine geile Höhle hier. Weil hier so super viel Schissel am Start ist. Guck mal, da ist wieder was hinter. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier ist noch jede Menge Eisen. 96, da sind wir schon fast auf Max, meine Lieben. Und ich habe 23 Skillpoints und bin Level 84. So, ich glaube, ich muss jetzt echt mal raus hier. Aber hier ist noch so viel Zeug. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht... Kopf und Kragen baue. Was ich wahrscheinlich schon lange gemacht habe. Ich muss hier... Ich baue hier gleich nochmal eben eine Stütze irgendwie hin. Mhm. Schissel. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt darf mir das Ding hier nicht unterm... Hintern zusammenbrechen. Hoffentlich reichen die zwei. Ja, ich glaube, das ist schon mal eine gute Stütze wieder. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Und Kohle. Wo komme ich raus? Hier. Was ist denn das? Aha. Ah, hier ist auch noch jede Menge Zeugs. Ihr seht es, ne? Hier habe ich... Moment mal. Da ist die Leiter. Das hört hier auf. Nee, da müssen wir noch ein paar Pillar. Keine Ahnung. Machen wir nochmal 9. Hä, hey, was ist das denn hier für ein Gebilde? Was habe ich denn hier gedacht? Zack, zack. Hä? Ja, jetzt, also, ich meine, ne? Das gewinnt hier auch alles keinen Design Award. Aber bevor uns hier die komplette Hütte über dem Kopf zusammenstürzt, stützen wir mal wieder lieber so ein bisschen random. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz nach unten. Und holen uns noch ein bisschen Stil aus der Forge. Das habe ich jetzt natürlich noch vorher nicht angeworfen, ich Honky. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Wir brauchen Stil. Dann nochmal 30 Stück. Okay, das haben wir hier fertig. So, wir wollen jetzt scavengen gehen. Wohin gehen wir? Perishton hätten wir nochmal eine Bank. Unser Quality Joe ist, glaube ich, auf
volle Pulle. Da. Auf 3. Scavenging ist auf 62. Das ist okay-ish. Ja. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ich weiß halt nur nicht, wie man da auf direkten Wege mal hinkommt. Nach Perishton. Wie ist denn Perishton markiert? Okay, dann machen wir mal... Vielleicht schaffen wir das dann über... Moment, wo ist das denn? Da oben. Also müssten wir eigentlich hier entlang... Okay, das ist der Tool Store. Dann fahren wir doch einfach mal so. Wir fahren Richtung Tool Store. Dann fahren wir da links hoch. Dann müssen wir an der fetten... Wenn wir nochmal über eine zweite Brücke kommen, müssen wir nach rechts. Und dann gucken wir nochmal auf die Karte. Würde ich mal sagen. So, das haben wir jetzt fertig. Hier unten tun wir mal rein. Noch ein bisschen Holz. Wir lassen auch mal... Eisen hier unten. Ne, weißt du was? Das schmelzen wir jetzt direkt schon wieder ein. So, in der Scheiß. Läuft ja einige Zeit. Dann kann hier nämlich mal schön wieder Fetteisen rein. Ich glaube, ich mache nochmal Crushed Sand. Keine Ahnung. Machen wir mal 600. Das lassen wir jetzt auch durchlaufen. Und, ja, dann gehen wir jetzt nach oben und machen uns fertig. Für Per... nee, Moment mal. Aua. Lead. Das lassen wir natürlich auch hier. Ich habe da oben noch Schüssel. Sonst haben wir noch was. Nein. Jetzt aber. Ja, das sieht echt ein bisschen funky aus hier, ne? Aber egal. Ich meine... Habe ich das zugemacht? Ich kann mich da jetzt nicht entsinnen, aber egal. Die Potted Plant, komm, die setzen wir nochmal eben. Jetzt habe ich die Pillars mitgenommen. Alter. Zack. Genau, da packen wir so ein paar Potted Plants noch hin. Das ist doch super. Unter jedes Fenster einmal, was ich zugemauert habe. Es wird knapp. Langsam in dieser... Was hat denn dieser Stein hier zu suchen? Nix. Es wird knapp in dieser Kiste. Ja, das ist blöd. Ein bisschen. Echt doof. Ja. Dann kommt das noch mit dazu. Dann kommt das noch mit dazu. Okay. Dann nochmal in diese Kiste rein. Komm. Dann packen wir das erstmal hier rein. Das Holz da rein. Die Knochen da rein. Das nehmen wir mit. Der Sand kommt hier mal rein. Die Wood Pillars. Ach, da unten sind noch 20. Wundervoll. Kommen da auch rein. Ich tue die Leitern hier auch rein. Dann tun wir das mal wieder nach unten. Die Fire Axe brauchen wir. Ich glaube, die Schaufel brauchen wir erstmal nicht. Moment, die Steine kommen hier auch erstmal rein. Ach Gott, ich habe hier noch mehr Kohle. Boah, wohin? Wohin damit? Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen... Ja, jetzt wird es wieder Schüssel in der Kiste. Aber ene mene miste, es schüsselt in der Kiste. Ene mene mac. Und mein Kopf ist weg. Das ist ein Pistol Barrel. Oh, ich hasse dieses Sortieren, ey, Alter. Ich hasse es. So, hier Building. Zu Building gehört auch der Clawhammer. Den brauchen wir nicht mit unterwegs. Ich brauche aber, ich nehme mal 1000 Benzin mit. Dann werden wir jetzt... Ich tue die Glass Jars erstmal hier rein. Ich hau mir noch was hinter die Binde. Oh, ich kann noch einen essen. Krass. War ich schon wieder ein bisschen ausgehungert.
So, und dann gucken wir mal, dass wir noch was hinterher trinken. Trink. Und nochmal. Trink. Gut. Nee, das kommt noch weg. Wo waren diese Zettel? So, hier haben wir noch diese ganzen Challenges. Ja, den können wir jetzt auch machen. Ist egal. So, auf geht's. Habe ich alles? Ich bin voll gegessen. Ich habe die Ranch zum Autos auseinandernehmen. Ich habe auch neues Zeug, um noch eine neue Ranch zu machen. Cool. Dann machen wir das jetzt mal. Wir fahren nach Perishton. Habe ich hier noch was drin? Nein. Dann kommt hier das Gas rein. Das müsste... Ich hoffe, es reicht. So. Dann fahren wir mal. Ich habe es nicht gecheckt. Ich kann es natürlich nicht checken, weil es ist jetzt wieder eine riesige Aufnahmesession gewesen. Wie das Bild für euch ist, wenn ich unterwegs bin. Erstmal muss ich mal gucken, wie lange ich aufnehme. Oh, da ist ja ein... Oh, au. Da lang muss ich. Mal eben gucken, wie lange ich aufnehme. 11 Minuten, ach, alles klar. Oh! Was? Jetzt müsst ihr mir mal erklären, woran ich jetzt gestorben bin, bitte. An ich bin an der Brücke am Nagel hängen geblieben, oder was? Ein Glück war das jetzt in der Nähe, ey. Wenn mir so ein Scheiß passiert wäre, da in Perishton am Arsch der Welt. Was war das denn jetzt? Was war das? Das hörte sich ja an, als würden meine, jeder meiner Knochen brechen. What the fuck? Ey, sowas finde ich doof. Ich finde solche Bugs doof. Jetzt habe ich da einen zweiten Tod stehen, der überhaupt keiner war. Ja? Und sowas nervt mich ohne fucking Ende. Was? Warum? Warum bin ich gestorben? Warum? Nee, ich habe jetzt keinen Nerv auf dich, du alte Kacksau. Kann mir das bitte jemand erklären? Ich bin über diese Brücke gefahren. Es hat hier weder gebrannt, noch hat es irgendwas gemacht. Ich bin einfach nur über diese Brücke gefahren. Ey, fucking hell. Sowas kotzt mich an, Mann. Das kotzt mich echt an, sowas. Okay. Ich reg mich mal nicht weiter auf, sonst muss ich hier gleich irgendwas zerschlagen. Oh, was war das denn? Was für ein Geräusch. Aber vielleicht hatte das ja auch einer mal von euch. Habe ich irgendwas gemacht, was ich nicht gesehen habe, dass ich das gemacht habe? Ey, ich möchte solche Sachen nicht ausschließen, ja? Aber, oh, was ist das denn hier? Oh, eine Tankstelle. Großartig. Die nehmen wir mal eben. Ey, Moment. Ist das hier eine Tankstelle mit, Bunker hinten drin. Das ist ja natürlich auch obergeil jetzt. Ich meine, unsere Kirche ist ja cool. Aber diese Option zu haben, ist natürlich auch nicht so schlecht. Hä, der hält sich die Schulter? Das war ja wohl ein Kopftreffer.
Haben wir den auch? Boah, regt mich das jetzt hier gerade auf mit diesem Dummheitstod da. Wo ich immer noch nicht weiß, warum das passiert ist. Das ist nicht fair. Sowas ist nicht fair. Oder? Mal im Ernst. Assemble. Ich glaube, ich habe bessere... Ja. Großartig. Ist sie schon blau? Jawohl. Wir laden sie nach. Jetzt habe ich natürlich keine Repair-Kits mitgenommen. Ja, das ist nicht so gut, aber nun gut. Nee, oh Gottes Willen, was sind das denn für schlechte... Ja, ist da jetzt ein Bunker hinten drin? Ey, wie krass wäre das denn bitte? Ne? Hier ist noch eine Batterie, sehr gut. Wir brauchen ja jetzt einiges an Batterien. Oh, da ist noch eine rausgekommen. Für unsere Flutlichter. Ah, ich glaube, ich brauche gar nicht nach Perishen weiterfahren. Weil ich gleich schon voll bin. Aber dann looten wir das hier mal eben. Und gucken wir mal, was hier so bei rauskommt. So, das war eine Batterie. Ah, ne, es war doch nur eine Batterie. Das kann weg. Können wir das essen? Das können wir schon wieder essen. Boah, hat mich das jetzt gerade geärgert, ey, Leute. Das habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Alter. Ich mag halt unfaire Sachen nicht. Das stört mich. Unfaire Sachen stören mich. Boah, das ist ja nur Mist drin. Ich meine, ist auch Müll, ne? Warum sollte im Müll großartiges Zeug drin sein, aber... Ja, Papier ist nicht zu verachten. Scrap. Ich glaube, wir haben auch genug von den Springs eigentlich. Das ist aber auch wieder nicht so privatsphäremäßig einwandfrei hier. Komm, das können wir alles scrappen. 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 Doof, doof. Ach so. Doof. Super doof. Bücherregal. Was haben wir denn da? Das scrappen wir auch mal. Komm, den scrappen wir auch mal. Wir haben nicht so viel Platz. Das, ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollen. Wir gucken mal. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal separat Dingen sammeln gehen. Na. Federn. Ah, nee, ist doch kein Bunker. Ich dachte normalerweise, wenn du hier so ein Ding hinten hast. Aber vielleicht ist das auch immer bei Tankstellen und es ist mir nicht bewusst gewesen. Jetzt ist aber wieder sehr hell hier alles. Machen wir mal aus. Oh, ist hier noch was? Wir haben aber wieder schön viel, schön viele Fässer. Also ich glaube, da kommen wir erstmal gut mit aus. Hier komme ich doch noch drauf, ne? Ja. Wie haben wir denn hier einen Einkaufswagen hochgekriegt, bitte? Aber eher, kommt. Oh, Magnum Frame. Oh, Shizzle. Oh, die würde ich gerne beide mitnehmen. So. Haben wir hier alles? Wow. Ich glaube, wenn wir hier weiter hoch... Unlocked?
Wenn wir hier weiter hochfahren, kommen wir ins Schneegebiet. Wir fahren hier einfach mal weiter. Nein. Alter. Wir fahren hier einfach mal weiter hoch. Und, gucken einfach mal. Ich meine, ja, wir sind jetzt schon fast wieder voll. So. Dann packen wir mal hier rein. Das LED. Nein. Das muss ich so machen. Dann das kommt da rein. Hä? Was war das denn? Ey, was soll sowas, ey? Die Magnum Frames, das ist großartig, dass die so gut sind. Die Shotgun Parts nehme ich mal mit. Das Duct Tape. Uhuhu. Ich packe die ganzen Sachen hier mal eben rein. Und das Bier auch. Und wir fahren einfach mal weiter. Wir können ja mal gucken, wo wir hier langkommen. Also für Parishton sind wir zu voll. Das hat keinen Sinn mehr. Aber wir gucken einfach mal. Jawohl, das habe ich nämlich gehofft. Jetzt sind wir natürlich nur scheiße angezogen, ne? Weil, ihr habt ja gesagt, in den Baumstümpfen kann man auch Calipers finden. Oft. Oder die Chancen stehen gut, besser gesagt, dass man dort Calipers findet. Und das werden wir doch mal schauen. Ja, also wir schaffen es nie... Oh, großartig. Wir schaffen es niemals. Shotgun Short Barrel ist auch nicht schlecht. Rap. Rubbish. That's rubbish. Ugh. Dann gucken wir noch ein... Nein. Dann gucken wir noch ein bisschen im Schneegebiet. Wie lange nehme ich schon wieder auf? 21 Minuten. Oh. Mache ich danach noch eine Folge? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es echt nicht. Es ist so spät, ey. Scrap. So, dann fahren wir einfach mal ein bisschen weiter. Hier in die Hütte könnte man eigentlich auch mal kurz reingehen. Vielleicht gibt es da ein Bücherregal. Nö, sieht nicht so aus. Ich nehme die mal mit, aber im Endeffekt werde ich die dann wohl eher... ja. Vor allen Dingen, ja, nee, ich glaube, eigentlich kann ich danach nicht noch eine aufnehmen, weil ich die noch schneiden muss für morgen auch noch. Auch das noch! Ist das hier? Oh, jetzt friert die jetzt schon. Nee. Irgendwo ist hier so eine Platte, die man aufschlagen kann. Aber es geht ja viel schneller, wenn ich so mache. Warte mal. Dann sehe ich da. Ne, hier ist es auch nicht. Ja, da ist es. Das ist aber alles nur Shit. In diesen Häusern gibt es, glaube ich, kein Bücherregal. Ne. Okay. Woraus? Hier raus. Machen wir mal anstandshalber wieder zu. Gucken wir mal, was wir stacken können im Minibike. Das können wir stacken. Weg damit. Das können wir stacken. Oh, jetzt bleiben 67 übrig. Euer Ernst. Das können wir stacken. Die Headlights, das Papier, das Öl. Oh, ist doch wieder einiges frei geworden. Können wir das hier essen? Perfekt. Das können wir scrappen. So, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen da rein. Moment, wie lange? Ich mache hier einen Cut und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Bis dann. Aloha.